Da müssen sie wahrscheinlich. Ach so, ja. Jetzt sieht man ja die neuen Kakteen. Und hier vorne waren irgendwo. Da hinten. Das sind ja Kakteen aus dem anderen Beck. Das sind die Minecraft-Kakteen hier. Die werden drei hoch. Man könnte da auch eine schöne Obsidian-Farm bauen. Obsidian-Farm, sage ich schon, ne? Auch eine Farm bauen. Und das sind dann Natura-Kakteen. Die sehen ein bisschen anders aus. Der Vorteil ist, die haben. Ja, sehen die erst wie richtig Kakteen hier. Mit so einem Arm dran. Saguaro-Kaktus. Aha. Ja, es gibt ja viele verschiedene Kakteen. Und naja, ist mindestens ein oder zwei hier davon. Ne? Was die Ruinenmod angeht, der scheint so zurückzufahren zu haben. Da gibt es nicht mehr so viel. Oder ich täusche mich dabei. Cinderpearl. Das ist auch nicht schlecht, das sind Cinderpearls. Weil da gibt es Gunpowder, naja, nicht Gunpowder, da gibt es, ja, ist das Blaze Powder dabei, hat er raus, wenn ihr das abbaut. Und eine der Pflanzen soll wohl gegen das den Farmkraft schützen. Ob das so hinhaut, weiß ich nicht. Hier haben wir Kupfer. Nee, halt Eisen ist das. Nee, Kupfer. Oh, doch nicht überhaupt. Man sieht fast da. Nee, Eisen ist gut. So, müssten jetzt so irgendwo in Blau hier reinkommen. Das müsste wahrscheinlich das Dorf sein. Oder auch nur so eine Ruine. Ach nein. Das war ja das Asmagica. Hier haben wir das komische Zeug schon, aber da. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das Braune. Was für eine Flüssigkeit sein soll. Okay. Ja, da sind wir doch fast wie heim. Ja, sind wir schon am Dorf wieder. So. Wir haben ja noch. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Oder? Doch. Sind sogar Pflanzen hier mit drin. Ja, in die Richtung müssen wir. So. Dann hier drüber. Wunderschön sind wir hier bei Tra. Wir kommen mal von hinten zu. Na gut, dass es die kleine Minimap gibt. Das lohnt sich doch mal. Was den Mondbruchstein angeht, ich hoffe, da gibt es noch mehr davon. Ne? So. Moment. Zuerst mache ich mal Folgendes. Wir schmeißen nämlich ja mal was rein. Und zwar erstmal hier die ganzen Bienen-Sachen. Das Beet hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Das Gratewood lassen wir hier. In die Insects. Den Zucker. Ne, der Zuckerkern braucht man. Der Rubberwood lassen wir hier. Das lassen wir hier. Der Mantrax-Seeds, den lassen wir hier. Und damit ist auch die Kiste fast voll. Dann kann ich sagen, nehmen wir mal die Bienen alle raus. Und die kriegen jetzt eine eigene Kiste. So. Summen direkt hier neben dem Bett. So. Die Rubberwood, die setzen wir an. Den Gretwood
da reichen die nicht. Da brauchen wir, glaube ich, 4 dafür. So, dann schnappen wir uns hier die Schafe, machen hier noch ein bisschen Platz. So. Machen wir auch noch ein bisschen Platz. So. Und da pflanzen wir jetzt nämlich da ist der Bambus. Nehme ich Bambus jetzt hier her. So. Und so, dann kommst du da noch weg. So. So. Dann haben wir nämlich genug davon. So. Auch eine hohe haben wir nicht. Gut. Dann bleibt das bei den 4 erstmal. So. Wo haben wir unsere hohe? Ne, Tamium hohe. Hä? Ach, da ist er. Die Rubber Seeds, die setzen wir auch gleich ein. So. Wo haben wir da Rahmen? Was mich mal interessiert, ist nämlich die Seeds hier. Was daraus so kommt, setzen wir gleich mal ein. Gut. Das, was ich ja vorhabe, das passt auch so schön. Denn ich muss nämlich alles wegbauen hier. Ja, das passt. Der passt ja weniger. Wenn wir sehen, ob wir da zurechtkommen. Gut. Und das heißt, jetzt schmeißen wir erstmal alles raus hier. Die Rabbas, die setzen wir ein. Den dort raus, der ist raus, das raus. Den Scoops raus. Die Damius, die raus. Die Biene. Die hat sich ja versteckt. Die kommt hier hinten rein. So. Jetzt so. Eisen nochmal. Dann schmeißen wir das Rohschicken rein. Rohbeef rein. Dann schmeißen wir es mal da rein. Die nehmen wir mit. Jo, setzen erstmal die Dings. Die setzen wir hier oben hin. Dann suchen wir uns einen Platz dafür hier oben. So. Ja, hier ist hier genügend Platz hier. Einer da hin. Da einer hin. Da einer hin. Und hier hinten. Ja, da drüben. So, möge uns der Sticky Resin nie ausgehen. So. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt habe ich nämlich Lust. Was heißt in der habe ich Lust? Ich muss nämlich jetzt nämlich rein in die Höhle. Denn ich brauche Gold. Und mit diesem Gold. Ich sollte mir noch eine Spitzhacke machen. So, jawohl. Eisenhacke. Und dann können wir mal gleich eine Eisenschaufel noch mitmachen. So, das Tri-Tab, das lassen wir auch hier. Die Schere lassen wir hier. Hin. Das Eisen lassen wir hier. Holz haben wir nicht weiter. Nur die Beine, was wir noch haben. Okay. Gut. So. 12 Fleisch. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir mal sehen. Jetzt mache ich nämlich Folgendes. Options. Easy. Und wir... Alter. Wenn wir sie schon haben,
eine Steel Chestplate, dann ziehen wir so auch ein. So. Nicht, Schweinchen? So. Jetzt gehen wir nämlich hier rein. Und fangen hier an. Und sammeln nämlich jetzt Zeug ein. Dafür brauchen wir erstmal unsere Spitzhacke. So. Und ich will nämlich tiefer rein in die Höhle. Nämlich nicht da. Wir gehen lieber hier hinten lang. Da kann man später immer noch rein. Jawohl, ja, lohnt sich's. Und dann setzen wir gleich auch meine Fackel. Ich hoffe nur Chimerite. Aua, okay. Ich will erstmal noch tiefer nach unten, bevor ich was einsammle. Aber das Ohr, okay. So, jetzt mal hier meine Fackel. Das lenkt mir ein bisschen ab. Okay. So. Na, Hänger. Den Ohr. Später interessant. Jetzt nicht. Tjo. Aber dann kann man gleich was futtern. So. So, dann machen wir gleich mal Licht hier. Ein bisschen noch tiefer. Oh, Moment. Was ist das? Zufuhr. Ja gut, für Kohle. Für Gold wäre ich auch jetzt ein bisschen noch zu hoch. So. Gut, dann gehen wir hier noch tief. Hoffentlich können wir ja noch tiefer gehen. Also auch noch mehr Sulfur. Ich will doch keine Sulfur. Ah, hier geht's tiefer. So. Erst nochmal Sulfur. Die Teile sind auch ganz interessant. Denn wenn man da noch 9 Stück zusammensetzt, hat man auch Operis. Eine Schlucht. Und wenn wir mitnehmen alles. So. Ja, hier kommen wir mal hoch. So. Die kann man auch natürlich abnehmen und sich irgendwo hinsetzen. Eine Höhle. Und schon kann man sich selber züchten. Was haben wir? 5 Stück? Naja, 4 braucht man noch. Ja, wir gehen erstmal hier tiefer. Und ich habe keine Focke mehr. Das ist weniger gut. Das ist alles noch Sulfur. Mist. Nicht tief genug. Dann nehmen wir erstmal hier Kupfer alles mit. Ach ja, ja super. Hier gibt's nichts. Jetzt muss ich erstmal Kohle suchen. Da ist, da hinten ist Kohle. Kann man da uns da hinpasten, ja. Mit Erde geht alles. So. Dann kommen wir uns mal hier rein. Ein paar Vorgänge kann ich ja noch machen. Da habe ich glaube ich noch ein bisschen Holz dabei. So. Ja, dann kommen wir rein. Denn ich habe keine Lust hier runter zu stürzen. Ja.
Oh, es war ein bisschen langweilig. Aber mit den entsprechenden späteren entsprechenden Werkzeugen geht das schon wesentlich einfacher. So. Ja. Vier Stück, da gut, da gibt es nicht vier Vorgänge. 16 Vorgänge, besser als gar nichts. Aha. Ach, hier gibt es ein Backpack. Heilung und sowas, okay. So, dann setze ich mal hier meine Fackel hin. Da gibt es nämlich noch Eisen. Dann können wir nämlich alles gebrauchen. Aber wichtigste ist eigentlich, in erster Linie ist für mich Gold. Für Farmkraft. Ich hoffe, dass wir da recht zügig was finden können. Ich glaube, da unten sehe ich Gold.